So, herzlich willkommen zu MotoGP 14 und wir starten gleich rein. Wir sind in Motegi und wir sind schon in der Startausstellung, dass wir das ein bisschen was weiterbringen hier. Miller, immer Zweiter, also immer Erster von der KI her gesehen, das ist alles leider ein bisschen zu, ja, zu genau eingestellt. Schade, da müssen sie noch nächstes Jahr dann ein bisschen dran arbeiten. Jetzt haben sie wenigstens der KI ein bisschen was gefeilt, aber an den Zeiten und so müssen sie definitiv noch was machen. Bei den Moto2-Rennen hat auch das Ergebnis hinten zumindest nicht gestimmt. Wo im Mühlhauser das letzte gewertet und ich habe mir aber da irgendwo aus 30er, 28er in der Gegend irgendwo überholt oder überrundet. So, im Training oder im Quali habe ich das Chassis mit einem Datenpack versehen. Jetzt kriege ich da wieder eine mit innen vom Calvo-Piloten. Danke. Die Kurve vom 13er, wo wir jetzt schneller sind, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Immer die erste Runde ist immer so scheiße irgendwie, weiß nicht. Attraktion ein bisschen aufdrehen. Nur durch den einen kleinen Rempler haben mich, glaube ich, jetzt 5 überholt. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ist ja nur Motorspiel, jetzt ist ja nicht so gefährlich. So, holen wir es einfach mal hier. Noch ein bisschen dran zu bleiben. Jetzt haben wir nochmal auf niedrig. Weiß nicht, ob wir da schneller sind, angeblich. Habe ich deine Info bekommen, danke noch einmal. Versuche es immer hin und wieder, aber was wirklich so viel bringt, weiß ich jetzt auch nicht. So, schauen wir hier mal die ganze Runde. Ja, das passt wieder, da gibt es keine gröberen Aussetzer. Ah, hier vielleicht komme ich sogar ein bisschen ran, wie es ausschaut, in der letzten, das ist gut. Den da könnte ich dann eventuell attackieren. Und wieder ein Datenpack, sehr schön, jetzt haben wir schon Stufe 2, die Regel vom Chassis. Vignales, das entweder war es der oder vorne Kornfeld, der mir mitgegeben hat, das habe ich gar nicht mitgekommen mit der Aufregung. Mitbekommen. So, Oliveira, hängen wir uns gleich mal im Windschatten. Oh, da fährt er selber raus. Ach du Kacke. So, wieder mal. Ach, das ist ja wieder. Wenn der da raus ist, habe ich ein bisschen den Bremspunkt verschlafen. Aber. Na gut. Sind da nicht ganz zimperlich. Gut, da müssen wir uns halt ein bisschen weiter hinten begnügen. Da sind wir da heute nicht ganz dabei. Macht aber nichts. Gut für unser Team, da sind wir natürlich jetzt sehr weit hinten, das ist nicht so gut. Zu wenig Practice unten hier gedreht. Ein Jahr da vor uns, ja, die Gruppe müssen wir auf jeden Fall wieder einholen. So, letzte Schikane, da können wir wieder etwas gut machen, glaube ich. Ja, wieder zu schnell, ist eh klar. Meine Güte. Das muss man auch ein bisschen anders nehmen. Da fährt eine schnelle nach der anderen. Alex Rinz, mein Teamkollege. So, 3 von 7 haben wir da schon.
vor dem Bremspunkt verpasst, weil da einer darüber gezogen ist. Gut, danke. Bin ich jetzt da so früh abbogen? Was war denn das jetzt wieder? Ganz komisch. So, wir kommen wieder näher. Ja, zweimal berührt worden, dadurch zurückgefallen leider. Wir werden uns wieder ein bisschen zurückkämpfen jetzt, wir kommen da schon wieder ran. Kennt man ja. Also weit sind die vorne gar nicht weg, der erste biegt jetzt rechts ein, das ist Rins, ja, man sieht's. Ich könnte da durchaus weiter vorne mit dabei sein. Angekommen hier an Kent. Aber die Base, so, können wir jetzt ein bisschen Windschatten für ein paar Jahre noch ergattern? Jawohl. Ach, da, sehr schön. Da kämpfen wir uns wieder zurück. Drei Plätze gut gemacht, sehr schön. 4 von 7. Das nimmt das der Grand Prix wieder ein bisschen an Spannung und Fahrt auf. Und da ist der Kurve im Gegenteil, da ziehen sie jetzt sogar schneller raus, als wie langsamer wie im vorigen Jahr. Naja, auch nicht schlecht. Da sind sie sogar schneller. Da haben sie wieder zu scharf eingestellt. Ne? Der, was das gemacht hat, das in der Kurve, das hat er nicht sehr gut gemacht. Aber gut. Ich hoffe, es wird zumindest von Jahr zu Jahr dann immer wieder besser. Ja, wieder ein Zweiergrüppchen. Was war denn das für eine Scheißlinie wieder da außen? Eieieiei. Schatten da. Oh, dafür kommen sie aber. Ah, da fehlt mir ein bisschen das Motor-Update, glaube ich. Aufpassen. So, jetzt die letzte. Das ist wieder meine Schikane ein bisschen. Und raus. Jawohl, da kann man ein bisschen was gut machen. Miller aber jetzt vor Rind, sehe ich da wieder im. Aber das ist egal, ob der erste oder zweite ist, er ist vor uns. Das ist für uns nicht gut. Oliveira da hinter Vinales. 7, ja, 6. Wäre schon ein bisschen besser. Ja, und hier sieht man schön, wie sie hier rausziehen, wie das hier. Naja. Komplett unrealistisch aussieht, wie sie da auf einmal rausfetzen aus der Kurve. Das eigentlich komplett unmöglich eigentlich ist. Ich muss da sogar ein bisschen lupfen beim Rausfahren. Ich hoffe, das ist der Moto2 und MotoGP ein bisschen interessanter. Was fahre ich denn da mal für einen Scheiß da hinten? Geht doch fast voll, glaube ich. Zweieinhalb Runden noch. Und
Motorrennen am Sachsenring hat mir eindeutig besser gefallen. Aber wir haben es bald, 4 Rennen noch. Dann haben wir es endlich überstanden. Leider ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Da kann ich da für die letzte Runde wenigstens dann ein bisschen aufschließen. Ah, wieder ein bisschen Wiese erwischt. Oh, sehr schön. Und da verlieren wir gleich den Schwung, wenn wir da über das Körb gesprungen sind. Sehr schön. Wunderbar. 2 Runden noch. Vielleicht geht es doch noch aus. Schauen wir mal. Auspuffröhrchen auch vielleicht an einen Ticken zu überdimensioniert. Da hinten Gewitterwolken, da vorne schaut es wirklich schön aus. Aber jetzt währenddessen fängt sie nicht an. Ah. Optimal. Na, sag ich doch, es geht voll. Das habe ich auch leider ein bisschen verschlafen. Zu wenig Practice-Runden wieder gefahren. Halbe Runden noch. Ja, wie in Aragorn, schlechte Anfangsphase, schlechte erste Runde, schlechte zweite, glaube ich, dann, wo ich dann noch einmal attackieren wollte, wo ich dann wieder eine mitbekommen habe und auch den Fehler gehabt drin gehabt habe. Ja, und da komme ich doch nicht dran, wie es ausschaut. Da so schlecht gefahren, das gibt's ja nicht. So, letzte Runde mal. Genau, außen überholt er mich, Vasquez. Na sicher. So, du bleibst hinten. Keinen Platz noch verloren hier. Ja, super, wieder innen über den Körb. Ein kurzer Wheelie. Na, ist heute nicht mein Tag und nicht meine Strecke, aber okay. Komm auch mal vor. Das nehmen wir so hin, da fahre ich, da starte ich nicht noch einmal. Das müssen wir so hinnehmen. Weit weg war der gar nicht, das ist gerade jetzt über die Linie vorne gefahren. Ja, nur eine 9. Nur eine 9. Oh, ich glaube, mindestens sollte ich 8er werden, glaube ich. Ja, schlechtes Rennen von mir. So werde ich, glaube ich, nicht einmal in die Moto2 aufsteigen, normalerweise mit der Leistung. Also, ich würde mich jetzt in dem Fall nicht verpflichten. Ei,
Eieiei, Rinzenmiller war auf den Arte, Kornfeil, Vinales, Vasquez, dann ich auf der 9. Eieiei. Ja, so mache ich auf Oliveira auch nicht wirklich viele Punkte gut und auf Banja. Das war ein schlechter Grand Prix. Ja, alles Minus, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So machen wir das jetzt schnell. Ringe, Motorrennen, Baum kann nicht überzeugen. 9, ja, selbst die besten Liefermeinung. Baum und ich haben draußen echtes Duell. Kann aber Zweikampf, Rennsport eben. Rinz erwischt das mit Resetter. Jawohl, muss von Rinz wohl ein Glück wünschen. Yes. So, nein, nicht dahin. Philipp Island. Ja, ich glaube, das muss ich doch ein bisschen... Reißen wir mal hin. Das sollte ich doch ein bisschen üben. Dass ich dann nächstes Mal ein bisschen besser ausschaue. So, haben wir da eine interessante Nachricht. Ja, 5-5 und dann jetzt nur 9. Aber ist wohl nicht ganz so dramatisch. Ja, das war's mit dem Part. Danke fürs Zuschauen. Schlechter neunter Platz hier in MotoGP. Schlechter Tag, schlechten Tag erwischt. Ja, bis bald dann in Australien. Was ist das da stehen? Achso, jetzt sehe ich es nicht mehr. Da waren doch vor 4, vielleicht war da irgendein Testtag wieder dabei. Ja, das war's. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.